das Angebot von Arbeit und Leben mit dem Projekt Berufsrouten, abzurufen unter www.berufsrouten-leipzig.de, ist ein ganz innovativer Ansatz, um Jugendlichen spielerisch die Möglichkeit zu geben, sich zu Ausbildungsberufen in der Region zu informieren. Speziell jetzt hier im Projekt für den Bereich Leipzig. Das heißt, wir werden auf diesen Routen eine Vielzahl von kleinen Glasperlen haben, die letztendlich sich irgendwo in einer Kette zusammenbinden lassen und die Jugendlichen so die Möglichkeit haben, in vielfältigste Ausbildungsberufe Einblick zu erhalten. Das Schöne an dem Produkt Berufsrouten ist, dass man eben nicht jemand braucht, der einem da was vermittelt oder ermöglicht. Jeder kann einsteigen. Wir haben die Stadt, die Ausbildungsberufe in Kooperation mit den vielen Partnern, den Betrieben, mit QR-Codes zugepflastert. Das heißt, ich komme da vorbei, ich zücke mein Smartphone, ich kann direkt in das Spiel einsteigen. Ich brauche da niemanden, der mir das ermöglicht. Das ist einfach da und spielbar. Dennoch gibt es die Möglichkeit, sich Tablets auszuleihen bei unserem Partner Arbeit und Leben. Hier vor Ort, hier gibt es einen Satz Tablets, so kann ich mich als Schule zum Beispiel anmelden und kann dann mit meiner Klasse verschiedenste Touren machen. Unser Partner bei Berufsrouten Leipzig, das ist Arbeit und Leben. Dieser Partner bringt die Kompetenz in der Berufsorientierung mit und Mediale Pfade und Q3, das sind die beiden Institutionen, die den medienpädagogischen Part abdecken und die Kompetenz mitbringen in dem Bereich Medienpädagogik, die Medienwerkstätten organisieren und durchführen und für die Konzeption der Routen verantwortlich sind. In den Medienwerkstätten geht es darum, dass die Jugendlichen am ersten Tag eine Einführung bekommen. Die Klassen werden eingeteilt in 4 Gruppen. Jede Gruppe schaut sich einen Ausbildungsberuf genauer an. Am Ende des Tages kann dann entschieden werden, wer in diesem Team welche Rolle erfüllt. Also es wird einer aus diesem Team sich eher für die Kamera interessieren, einer eher für den Audiobereich, Foto und den redaktionellen Bereich. Am zweiten Tag sind die einzelnen Gruppen dann im Betrieb und produzieren praktisch den Ausbildungsberuf. Das heißt, es wird der Ausbildungsleiter interviewt im Idealfall und ein Auszubildender. Und es werden Fotos vom Betrieb gemacht, Audioaufnahmen, genau. Und am dritten Tag, das ist praktisch dann der Postproduktionstag, werden die ganzen Ergebnisse zusammengeschnitten, ausgewählt, zusammen mit den Jugendlichen, was sind da die besten Aufnahmen gewesen. Und es entstehen praktisch 2 Filme. Jo, hi, ich bin der Anthony. Also das Projekt lief leider nur 3 Tage oder läuft leider nur 3 Tage. Es war echt cool. Wir haben sehr viel gelernt, allgemein über Technik und wie man Videos macht, Fotos gut macht und wie man verschiedene Techniken anwenden kann. Der zweite Tag war der beste. Wir hatten unser Treff in der Sternbock-Brauerei und haben dort einiges übers Brauen gelernt, was doch komplexer ist, als ich gedacht habe und konnten unser Wissen sehr gut anwenden. Ja, und heute haben wir das alles schön zusammengeschnitten und es sind echt tolle Ergebnisse rausgekommen. Und ich bin froh drüber, dass wir das gemacht haben und daran teilnehmen durften. Ja, danke. Die Schulen nehmen sehr gerne an dem Projekt teil. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir sehr viel mit modernen Medien arbeiten. Das interessiert die Schüler sehr und erzeugt da schon mal eine größere Motivation. Darüber hinaus ist auch vielen Schulen die Berufsorientierung sehr wichtig, dass die Schüler mal einen Einblick bekommen, wie sieht es wirklich in so einem Unternehmen aus. Umso realistischer die Vorstellung der Schüler ist, wie eine Ausbildung aussieht, umso besser können die auch eine Wahl treffen für oder gegen eine Ausbildung, was wiederum dann auch frühzeitige Ausbildungsabbrüche verhindert. Ich finde, im Verlauf des Projekts ist nochmal deutlich geworden, wohin es in der Medienpädagogik gehen kann. Das ist Medienpädagogik mobil, dass viele Jugendlichen eben eh schon die Geräte haben, aber oft nicht wissen, was sie eigentlich alles damit machen können. Also ich glaube, darum geht es auch nochmal zu sagen, ja okay, du hast jetzt dieses Smartphone, dieses iPad, aber du hast ganz viele Funktionen einfach auch noch nicht ausprobiert und das in der Hinsicht auch noch gar nicht genutzt und den Jugendlichen da einfach auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu ermöglichen. Die Unternehmen zu gewinnen war eigentlich häufig sehr leicht, denn viele Unternehmen merken, dass sie was tun müssen, dass sie immer weniger Bewerbungen bekommen, vielleicht auch immer weniger gute Bewerbungen und viele Schüler auch nicht so richtig wissen, wenn die in einem Vorstellungsgespräch sitzen, worum geht es denn hier eigentlich. Das heißt, die sind auch daran interessiert zu zeigen, wie ist der Alltag bei ihnen so im Betrieb.
Und dazu leisten dann Unternehmen auch gerne einen Beitrag. So ergibt sich für die Unternehmen da auch die Möglichkeit, nochmal anders auf sich aufmerksam zu machen, anders an zukünftige Auszubildende zu kommen. Wenn jetzt die Jugendlichen bei den Berufsrouten zum Beispiel mitgemacht haben, sich schon mal zu dem Betrieb im Rahmen des Spiels getraut haben und wissen, dass der Betrieb ausbildet und es ganz spannend finden, wie der Betrieb so ausschaut, feststellen, da kommt man ja ganz einfach hin. Und so ist es für die Unternehmen auch nochmal die Möglichkeit, an interessierte Jugendliche für einen Ausbildungsplatz zu kommen. Das Überraschendste an dem Konzept Berufsrouten Leipzig ist, wie leicht sich die Jugendlichen mit der Technik tun, dass es überhaupt kein Problem mehr ist für die Jugendlichen mit dem Smartphone, mit dem Tablet, sich in der Stadt zu orientieren. Sie brauchen keinen Stadtplan mehr, sie brauchen keinen Straßenbahnfahrplan mehr. Für sie ist es relativ selbstverständlich, dass solche Sachen über ein Smartphone, über ein Tablet abgerufen werden können. Und deswegen fügt sich das Projekt auch so gut in die Lebenswelt der Jugendlichen ein. Also was hinter berufsrouten-leipzig.de steckt, ist eine Web-App, also eine Karte, auf der man landet. Die Karte zeigt einem die eigene Position an, weil das Ganze schon für ein Tablet, also für ein bisschen größeren Screen optimiert ist. Und über diese Karte kann ich dann zu meiner ersten Station navigieren. Wenn ich an diese Station komme, dann löst diese aus, das heißt, ich werde mit einer Frage zu dieser Station konfrontiert und da muss ich eben richtig beantworten und so führt mich quasi diese Karte durch das Spiel und ich muss mich halt im realen Raum bewegen, weil sonst werden diese Fragen nicht erscheinen. Also nur wenn ich aktiv bin und unterwegs bin, kann ich zum Ziel gelangen. Das Spielkonzept von Berufsrouten Leipzig funktioniert so, dass gemeinsam als Gruppe gestartet wird. Es gibt im Prinzip zwei Faktoren. Das eine ist, man muss in einer bestimmten Zeit die Aufgaben erledigen. Das heißt, man muss je nach Route 6 oder 8 oder weniger Stationen sind in dem Fall Ausbildungsbetriebe, abarbeiten. Man muss jeweils sich mit dem Ausbildungsberuf auseinandersetzen, muss dazu Fragen richtig beantworten. Wenn man das nicht tut, muss man, wir nennen es Bonusrunden, laufen. Wer da die meisten Punkte sich erspielt haben, die sich eben aus Zeit und aus den richtigen Fragen ergeben, der tritt einen Highscore, den wir leipzigweit etabliert haben und gewinnt natürlich die Runde.